Der WTT Young Leader Award wird Ihnen präsentiert vom Amt für Wirtschaft Kanton Thurgau, Solenthaler Recycling, der Mikrogenossenschaft Ostschweiz und Leica Geosystems. 6 Studierendenteams werden gewinnen. Der WTT Young Leader Award 2023. Aus 45 Praxisprojekten an der Ostschweizer Fachhochschule sind Sie als die Besten nominiert. Sie haben mit Ihren Arbeiten für Schweizer Unternehmen überzeugt und buhlen jetzt um die begehrten Preise in der Kategorie Marktforschung und Managementkonzeption. Die Internorm in Hunzenschwil vertreibt Fenster und Haustüren. Produziert werden die beim Mutterkonzern in Österreich. In der Schweiz verkaufen sie ihre Produkte hauptsächlich über Händler und Vertriebspartner. Und die wickeln auch den Service ab. Ein Studierendenteam von der Ost hat für die Internorm ein neues Dienstleistungsmodell entwickelt, sodass die Firma auch für die Endkunden sichtbarer wird. Ja, uns ist ja ein bisschen speziell, so wie wir organisiert sind. Wir haben ein zweistufiges Vertriebssystem. Und wenn wir jetzt etwas im Service verändern, müssen wir natürlich auch immer unsere Händler mit einbeziehen. Oder dass man da einander in die Quere kommt, dass das eigentlich wie harmoniert zusammen. Es war am Anfang sehr breite Aufgabenstellung, die auch das Ziel dahinter war, uns möglichst viel Freiraum zu lassen bei der Erarbeitung. Aber da kommen dann halt viele Ideen zusammen in einem Team mit 6 Leuten. Und die dann abzubrechen auf ein Dienstleistungssystem, war dann eine Herausforderung. Um herauszufinden, was für Dienstleistungen die Internorm zusätzlich anbieten könnte, hat das Team 30 Vertriebspartner vom Unternehmen befragt. Das grösste Potenzial für neue Dienstleistungen haben sie schliesslich im Service gefunden. Was uns als Projektteam sehr überrascht hat, war doch in der Vertriebspartnerbefragung, dass die Vertriebspartner bereit wären, Serviceaufträge an die Internorm weiterzuleiten, wenn sie mal an Kapazitätsgrenzen stoßen. Aus ihren Erkenntnissen haben die Studierenden ein neues Konzept für den Fenster- und Haustürenservice entwickelt. Unsere Vorschläge zum schlussendlich präsentierten Konzept waren, dass die Internorm das sehr stark online-basiert machen kann. Das heisst, dass verschiedene Kunden, sei es die Endkunden oder die Vertriebspartner oder Neukunden, alle über ein gemeinsames Portal direkt auf die, sagen wir jetzt ein Schadensformular oder ein Auftragformular zugreifen können und das zentral dann sozusagen verwaltet wird und dann innerhalb der Firma dann schauen kann, macht es der Vertriebspartner oder macht es die Internorm. Das Praxisprojekt hilft der Internorm bei der Weiterentwicklung von ihrer Strategie. Dabei war ihnen wichtig, eine Aussicht auf ihr Unternehmen zu bekommen. Also wir sind, kann man sagen, sehr zufrieden mit dem Resultat. Wir sind auch ein bisschen überrascht gewesen, weil ich bin auch überzeugt, wenn das Branchenkönner gemacht hätten, wären die nicht auf die gleichen Resultate gekommen. Und dank dem ist das für uns jetzt ein grosser Mehrwert für das Unternehmen. Nicht nur bei den Resultaten, auch beim Vorgehen hat das Team können glänzen. Das Projektteam zeichnete vor allem 3 Aspekte aus. Sehr hohe Kreativität bei der Entwicklung von Dienstleistungsansätzen, ein sehr professioneller Umgang mit der Kundschaft und ein hohes Maß an Disziplin bei der Ausarbeitung der Ergebnisse. Die Studierenden von der Ost haben der Internorm neue strategische Ansätze aufzeigen. Jetzt ist das Team für den WTT Young Leader Award 2023 in der Kategorie Management-Konzeption nominiert. Ich finde, unser Team hat den Sieg verdient, weil wir am Anfang doch eine sehr breite Aufgabe hatten, nämlich eine innovative Lösung zu finden für Internorm. Wir konnten die immer mehr eingrenzen, indem wir den Kunden zentral behalten haben und schlussendlich auch Bestätigung von ihm bekommen haben. Das ist wirklich auch ein Nutzen, den wir umsetzen können. Wer gewinnt den WTT Young Leader Award 2023? Die Preisverleihung ist am 30. Oktober in der Domhalle St. Gallen. Mit dem Award-Referat von den Unternehmern Alain Frey und Tobias Reichmuth. Der WTT Young Leader Award wird Ihnen präsentiert vom Amt für Wirtschaft Kanton Thurgau, der St. Galler Stadtwerk, Jumper Kommunikation und Scandola.